Uwe, die kleine grüne Eidechse, bleibt bei seiner Wanderung durch Lahnstein plötzlich stehen und fragt seinen Freund Theodor, den schlauen Uhu. Theodor, was ist denn das? Du hast mir doch schon einmal von einem Rathaus erzählt. Was ist dann ein Stadthaus? Der alte Uhu setzt seine Brille auf und beginnt zu erklären. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Ein Rathaus und ein Stadthaus ist im Grunde dasselbe. Weißt du, das alte Rathaus war einfach zu alt und zu klein. Die Ratsherren der Stadt Lahnstein wollten ein neues, schönes Haus für ihre Ratssitzungen haben. Ein Haus, das den Bürgern aus anderen Städten zeigt, dass Lahnstein sich ein schönes Amtshaus leisten kann. Und weil hier der Stadtrat über die Geschäfte der Stadt entscheidet, nannten sie es eben Stadthaus. Aber schau doch mal über den Seiteneingang. Vielleicht kannst du ja erkennen, wer dort dargestellt ist. Uwe flitzt um die Ecke und ist im nächsten Moment wieder zurück. Ja klar, Theodor. Ganz sicher weiß ich, wer das ist. Schließlich kenne ich mich aus mit den Sagen und Geschichten des Mittelrheins. Das ist die Lorelei. Aber warum hat man sie denn hier am Haus angebracht? Ganz einfach. Die Stadtväter, die das Rathaus erbauen ließen, waren stolz, hier im Rheintal zu leben. Und das wollten sie den Menschen auch zeigen, erklärt der Uhu. Und dann machen sich die beiden wieder auf, um das nächste schöne Plätzchen in Lahnstein zu entdecken.